Der Migrationspakt spaltet weiterhin die Geister. Die Arbeitslosigkeit geht um 7% zurück und Trump spricht heftige Drohungen aus. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick am Freitag. Nach Österreichs Nein zum Migrationspakt überdenken jetzt weitere Länder ihre Position. Auch Kroatien hat nun angekündigt, den Pakt nicht zu unterzeichnen. Die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic hat am Mittwoch versichert, das Abkommen von Marrakesch nicht unterzeichnen zu wollen. Auch die italienische Regierung soll Vorbehalte haben. Und in Tschechien hat Ministerpräsident Andrej Babis angekündigt, dem Koalitionspartner den Ausstieg vorzuschlagen. Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt sind weiterhin erfreulich. Im Oktober ist die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 7% zurückgegangen. Insgesamt waren im Vormonat etwa 365.000 Personen auf Jobsuche. Den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es mit 11,6% am Bau. US-Präsident Trump lässt wieder mal aufhorchen. Er hat Schüsse auf Flüchtlinge angedroht, sollten diese an der Grenze Steine auf US-Soldaten werfen. Politisches Asyl sollen Menschen künftig außerdem nur noch an offiziellen Grenzposten beantragen können. Wer an der Grenze aufgegriffen wird, soll in Zeltlagern untergebracht werden. Prinz Harry ist schon jetzt ein stolzer Papa. Zum Abschluss seiner Pazifiktour mit seiner geliebten Meghan hat er einen wunderschönen Schnappschuss auf Instagram geteilt. Das Foto hat Prinz Harry selbst gemacht. Darauf ist Herzogin Meghan im Wald in Neuseeland zu sehen. Der Babybauch ist mittlerweile klar zu erkennen. Wenn das nicht entzückend ist. Und jetzt zum Wetter. Der Nachmittag wird eher bewölkt, vor allem im Westen ist es trüb und es setzt beinahe überall der Regen ein. Von West nach Ost hat es heute etwa 9 bis 17 Grad. Auch morgen am Samstag dominieren die Wolken, am Vormittag regnet es noch. Erst am Nachmittag lockert es dann ein wenig auf und zwar zuerst im Westen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16 Grad. Der Sonntag hingegen wird freundlicher, besonders im Osten strahlt die Sonne vom Himmel und die Temperaturen sind immer noch ungewöhnlich hoch bei 13 bis 18 Grad. Weihnachtsstimmung kommt bei diesem Wetter sicher noch keine auf, aber für lange Herbstwanderungen ist das Wochenende zum Beispiel perfekt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Freitagnachmittag und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.